In einer Reihe von Sendungen haben wir schon über geomantische Belastungen und Beeinträchtigungen gesprochen. Und der klassische Weg dabei ist einfach, das Möbelstück oder den Arbeitsstuhl oder das Bett, wie auch immer, entsprechend auf die Seite zu schieben und auf die Art und Weise der Störung aus dem Weg zu gehen, dass es andere Möglichkeiten gibt, sich den Arbeitsplatz, das Haus, die Wohnung zu harmonisieren, mit großem Erfolg. Das ist Gegenstand des folgenden Gespräches. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Ich fange einfach mal ein bisschen biografisch an. Wie ist das bei dir gekommen, dass du dich mit einem Thema befasst hast, und bis heute befasst, was dir erstmal so, ich sag mal, ausbildungsmäßig und von dem Lebensweg her gar nicht in die Wiege gelegt war? Wie kam das bei dir? Ich denke immer, wenn der liebe Gott oder das Universum wollte, dass ich was lerne, dann haben sie mich ein Seminar übersetzen lassen. Und so habe ich über Kristalle gelernt, über Rückführungen, über alles Mögliche, wo ich hier gar nicht darauf eingehen möchte. Und unter anderem, als der Schlimm das erste Mal nach Deutschland kam, da hat mein Bruder ihn organisiert und hat dann gesagt, du, ich brauche dich zum Übersetzen. Und ich habe mir gedacht, naja gut, schauen wir mal. Und normalerweise, wenn ich gebeten worden bin zu übersetzen, habe ich mich nie darauf vorbereitet. Ich habe zum Publikum gesagt, also ihr wisst sicher einiges besser, dann korrigiert mich und helft mir aus. Und beim Schlimm war es anders. Der hat meinem Bruder also so ein Handbuch geschickt, wo er bei seinen Workshops vorstellt, dass ich mich da vorbereiten kann. Und da hätte man schon denken können, dass da vielleicht ein größerer Plan dahinter steht, weil dann habe ich mich vorbereitet. Mein Bruder hatte zum Beispiel so eine Spule und einen Ring und wenn ich die Spule in die Hand genommen habe, hat er gesagt, sei vorsichtig und ja, haben wir gedacht, lass mich, ja, und habe es halt wieder hingetan. Und auf alle Fälle, als ich dann das Handbuch vom Schlimm gelesen habe, ja, und du hast angefangen mit geopathischen Störfeldern, ich meine, ich komme aus Bayern, ja, wo Routen gehen ja ganz normal ist, ja, Genau. dass wir haben ja irgendwo einen Brunnen, wo ein Bauer mit Ruten dort steht, und aber dass man halt eine Lösung hat, ja, dass man die geopathischen Störfelder tatsächlich beseitigen kann, ohne dass man die ganzen Möbel verrücken muss und alles. Das hat mich halt wahnsinnig interessiert, ja. Und dann, wie ich gelesen habe, was die Tools alles können, ja, dann war ich wirklich total begeistert, ja. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, also ich möchte dem wirklich helfen, dass er die Tools rausbringt, bevor ich ihn überhaupt gekannt habe. Ja. Ich war erst einmal in die Tools verliebt, bevor ich mich in In Schlimm ihn verliebt verliebt habe. Genau. habe. Wie es im Englischen so schön heißt, er war icing on the cake. Also ich dachte nicht, dass ich da mal als Mrs. Burling ein paar Jahre bin, sondern es war einfach immer gedacht, naja, irgendwie kriegen wir das schon hin, aber ich werde ihm auf alle Fälle helfen, die rauszubringen, ja, weil ich meine, wenn du dir überlegst, was du mit so einem Ring machen kannst, ja, ich meine, du kannst der Wasser energetisieren, ich sitze jetzt immer drauf, wenn ich hin und her fliege von Amerika rüber. Wir haben mit autistischen Kindern große Erfolge gehabt. Die haben sich so einen Ring dann aufgesetzt und auf einmal wurde eine ganze Klasse transformiert innerhalb von 30 Tagen. Ja, oder die Spule, da hat er mir dann erzählt, wir sind nach dem Seminar, sind wir dann immer zu Fuß wieder zurückgegangen und da hat er mir halt so Geschichten erzählt. Und dann, bei der sieht man es nicht, bei der sieht man es besser, ja. Aber mit der, das war das erste Maß, hat er gesagt, ja, da haben wir also. Also Therapeuten haben einen Tumor, der Grapefruitgröße gehabt hat, auf einen Golfball zurück, Schrumpfen lassen. schrumpfen Ja. lassen, genau. Und das ist natürlich spannend, ja, das ist ja unheimlich, weil ich gedacht habe, ja und was sind die Nebenwirkungen? Nix, ja. Und so Sachen haben mich also immer schon interessiert, ja, dass man was Einfaches findet, ja, wo keine Nebenwirkungen hat und wo man wirklich halt auch was bewirken kann, ja. Und da war ich halt schon nach wie vor, Ja. ja, nach fast 20 Jahren, bin ich also immer noch sehr begeistert und kriege immer wieder Berichte von Leuten, also fast täglich, auch von der ganzen Welt inzwischen. Das war ja mein Anliegen, die Tools in die Welt zu tragen. Und ja, es ist einfach wirklich sehr, sehr spannend, ja. Wie kam denn dein Mann selber dazu, dass ich meine, er, wenn man
sich die Bilder, die Fotos von ihm anschaut, dann hat man jetzt nicht den Eindruck, das ist ich sag mal, typischer Universitätsprofessor und Wissenschaftler, der so völlig vergeistigt da oder Arzt an irgendwelchen Dingen arbeitet, sondern macht einen sehr bodenständigen, sehr im Leben stehenden Eindruck. Wie ist er an dieses Thema, wie ist er an diese Werkzeuge herangekommen? Wie war das bei ihm? Also ich denke, er war, da hast du vollkommen recht, er schaut nicht aus wie ein verstreuter Professor. Er war auf alle Fälle sehr bodenständig, aber auch sehr spirituell und ein Naturwissenschaftler. Und als Kind hat er schon durch seine Großeltern, seine Großmütter, muss ich sagen, also so pflanzenheilkundig kennengelernt. Ja. Und dann später hat er auch mit einer Indianerin gearbeitet. Er hat auch, seine Mutter hat auf einem indianischen Reservat zeitlang unterrichtet und da wurde also auch über die Problematik mit den Indianern, aber auch ihr Wissen hat er da gelernt. Und er hatte also dann ein paar sehr tiefgreifende Erfahrungen, wo er gemerkt hat, also sein Leben hat wohl einen Sinn, weil er also ein paar Mal mit dem Leben davongekommen ist und wo er eigentlich also als Reservist zum Training fliegen hätte sollen. Mhm. Und der Offizier hat ihn da also entschuldigt und der Flieger ist abgestürzt und alle waren tot. Und dann am darauf folgenden Monat wieder eine Maschine, die Reservisten nach Kansas gebracht hat, wieder abgestürzt. Ja, und dann hat er schon gesagt, hey, irgendwie hat es einen Sinn, dass ich gespart worden bin. Ja, und auf alle Fälle hat er dann Naturwissenschaften studiert, hat aber gemerkt, also Forstwirtschaft, was die machen, ist nicht so nach seinem natürlichen Verständnis. Und dann hat er irgendwann das Studium dann also abgeschlossen zwar und er hätte auch ein dreijähriges Stipendium bekommen, um also ein Masterprogramm zu machen und da sollte er dann Substanz finden, die so billig wie Penicillin herzustellen ist, die man nicht nachweisen kann und die aber euphorische Side-Effekte hat, aber in erster Linie die Beeinflussbarkeit der Menschen praktisch möglich macht. Ja? Also Richtung Mind-Control oder sowas. Richtig. Ja. Und dann war er also so angeekelt, ja, angekotzt, würde ich sagen. Das kann man gut vorstellen. Ja, ja. Ja, und dann hat er aber die Neugierde hat ihn gepackt und dann hat er in 3 Tagen hat er die Substanz gefunden, hat es an sich selber ausprobiert. Ja, und dann hat er gedacht, damit will ich nichts zu tun haben. Und dann hat er also wirklich das Ganze hintergeschmissen und gesagt, Akademisches ist nicht mehr meins. Ja. Hat aber dann angefangen, Wilhelm Reich zu studieren und hat und irgendwann hat er das Gefühl, wir werden unseren Planeten mal kaputt machen, die Erde, und zum Wiederaufbau muss man also braucht man Tools, Werkzeuge, und dann hat er Schmidt gelernt. Hat sich das selbst beigebracht, hat dann... Also ihm war klar, dass der Weg über, wenn du sagst, er hat Schmidt gelernt, über metallische Werkzeuge, Tools gehen würde. Weil es war ja so ganz logisch, ich meine, gut, er hat ja als Kind war ja immer draußen in der Natur und er hat ja viel mitgeholfen, auch auf der Farm dann. Und da war ja klar, man braucht Werkzeuge. Ja. Ja, du kannst kein Haus ohne Werkzeug bauen. Und auf alle Fälle hat er sich dann das Schmieden beigebracht, hat dann ganz tolle Kunstschmiedearbeiten gemacht, hatte einmal die größte Schule in ganz Amerika. Und was aber das Wichtige war und wo der Alchemist praktisch zu Vorschein kam, war, dass er auf einmal konnte er ins Eisen reingehen, ja, und hat dann auch das seinen Studenten vermitteln können, ja, und er hat es dann auch mit Bäumen machen können, dass er wirklich so in einen Baum reingehen konnte und das Wissen aufschnappen. Also reingehen heißt sich mit dem verbinden? Wirklich so mit ihm verbinden, ja verstehe. Dass er wirklich so eins mit ihm war und dann der Baum oder das Eisen irgendwie, wo er ein Verständnis dafür gekriegt hat, wie alles auf der Welt funktioniert. Ja, und obwohl er kein
Kirchgänger war, war er doch sehr Gott verbunden und hat gesagt, gut, Gott ist ja überall. Ja, ich brauche mich nicht in der Kirche setzen. Ja, und ich meine, das, er hat einfach so das Naturverbundene gehabt. Ja. Und ich denke, dann hat er noch ein paar Erlebnisse gehabt, wo er wirklich so, sage ich mal, Informationen bekommen hat. Und wie er zum Beispiel in Südafrika war, ja, und dann hat er mit Credo Mutlo ein Treffen gehabt, ein Zulu-Meister, und wie er dem den Harmonizer gezeigt hat, hat er gelacht und hat gesagt, es gibt ja wirklich nichts Neues auf der Welt. Ja? Wir haben das vor 3000 Jahren schon hergenommen, und zwar für den gleichen Sinn. Ja? Und zwar haben die halt so Stäbe gehabt und haben also das Teil, was wir jetzt Harmonizer nehmen, obendrauf. Und das hat auch dazu gedient, Frieden und Harmonie unter den Stämmen, unter den Leuten zu bewirken. Vor 3000 Jahren. Vor 3000 Jahren schon, ja. Und deshalb sagen wir ja auch, die Lightlife-Technologie ist alte Wissenschaft wieder neu entdeckt. Ja. Und manche behaupten ja, so wie mein Mann angefangen hat, da war das noch ein bisschen zu früh, aber dass Leute halt jetzt mehr bereit sind, offen auch für diese Technologie. Ja. Und die spezifischen Formen, das sind ja, ich sag mal, ganz, ganz unterschiedliche Optiken, ganz unterschiedliche Werkzeuge. Wie ist er darauf gekommen? War das einfach mal plötzlich da, oder? Also, der erste Ring, sag ich mal, kam mehr oder weniger zufällig zustande. Und zwar war da halt so eine Gruppe, die sich unterhalten haben über, weil einer behauptet hat, mit einem Stück Draht kann man also ein Gebäude kühlen oder heizen. Und dann haben sie gesagt, ja, was kann ich noch mit einem Stück Draht machen? Und dann hat er den einfachen Draht zu einem Ende zusammengetan und den Kreis gebildet. Und da war eine Hellsichtige im in der Gruppe, und die meinte, er ist dann aufgesprungen, gell, und dann sagte, hey, was hast du denn gesehen? Ja, sie hat eine Lichtsäule rauskommen sehen. Und dann hat er also da, nachdem er ja verschiedene sich mit verschiedenen Wissenschaften befasst hat, hat er also dann das sogenannte Sacred Cubit Maß genommen. Das entspricht 20,6 Inches. Das findet man in der Pyramide von Giza. Und, das ist also was wie heilige Geometrie? Richtig, ja. Genau, okay. Und ja, von der heiligen Geometrie, die Tools basieren praktisch auf heiliger Geometrie. Und das Sacred oder heilige Cubit, das ist in der Pyramide von Giza. Und das entspricht etwa 52,32 Zentimeter. Und die ersten Ringe, die hat er also mit einem einfachen Draht gemacht. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Pendel nimmst und einen E-Ring nehmen würdest, dann würdest du sehen, auf einer Seite hast du Rechtsdrehung und wenn du ihn umdrehst, auf der anderen Seite Linksdrehung. Ja, und man sollte halt immer schauen, dass die Rechtsdrehung zum Körper hingeht. Und auf alle Fälle mussten die Leute, die die Ringe verwendet haben, halt immer vorsichtig sein, welche Seite nehme ich jetzt auf meinem Körper, wo es halt gerade gebraucht wird. Und da gab es also dann ein paar unangenehme Ereignisse, wo er gesagt hat, hey, das geht nicht. Ja, hat alle Ringe wieder eingesammelt. Ja, es waren Gott sei Dank nicht viel draußen, hat die aufgeschnitten, wieder an die Werkbank. Und da kam ihm halt auch sein Wissen wieder zugute. Und auf alle Fälle kam er auf die glorreiche Idee, ein Stück Draht zu nehmen, zu drehen und dann an sich selber zurückzudrehen, und dann wird der Draht praktisch rechtsrum gewickelt und dann auf das entsprechende Maß abgeschnitten und dann zusammen. Und dann kommen Kugeln hin. Der Tesla sagt ja, also Sphären sind Verstärker, und daraus entstand also jetzt der jetzige Ring. Und da ist es kein Problem mehr, ob ich den jetzt so oder so habe. Wenn ich den Ring jetzt so halte, dann bist du in einem Licht. Strahl oder Tunnel und ich und alle hinter uns auch. Ja, also von Hellsichtigen, die haben gesagt, es scheint also wirklich unendlich weiterzugehen. Ja, und warum die Ringe also außerdem noch wirken, das Maß hat halt eine große Entscheidung. Man kann sagen, das sind wie so Ringantennen. Ja, und je nachdem, welche Größe wir haben, erziehen die verschiedene Frequenzen an. Und innerhalb vom Ring haben wir ein sogenanntes Tensorfeld. Ja. Sag dazu nochmal bitte was. Tensor, ja. Der Ausdruck wurde
Das erste Mal, glaube ich, schriftlich vom Archibald Wheeler 1957 in seinen Schriften festgehalten. Und der hatte damals noch keine Applikationen, Anwendungen dafür, aber das Slim und sein Partner Bill Reed, die hatten vorher schon Anwendungen für das Feld, bevor sie überhaupt von Wheeler was gelesen haben. Und ein Tensorfeld wird immer gebildet, wenn wir einen Kreis haben. Mhm. Und wir haben alle als Kinder die Erfahrungen gemacht, wenn wir so die Seifenblasen gehabt haben. Ja, du tauchst also den Loop in die Seifenlauge und dann ist das Tensorfeld sichtbar. Ja? Und dann sieht man es halt. Manche Leute, die können es spüren. Ja, wenn du mit der Hand durchgehst, die fühlen, wie das so, wie so ein Film ist, der das unsichtbare Film, der drüber geht. Und das ist also der ausschlaggebende Faktor bei den Ringen, das Maß, wie der Draht gedreht ist und dann halt die Größe. Und so, wenn ich halt mir überlege, was für einen Ring möchte ich jetzt, dann muss ich halt schauen, für was möchte ich in erster Linie. Ich sage halt immer, man kann nie genug Ringe haben. Ich habe zum Beispiel, wenn ich am Computer arbeite, habe ich einen am Handgelenk. Ja. Oder auch wenn ich so unterwegs bin, dann, wenn ich halt was trinke, kann ich immer gleich einen Ring drüber tun. Oder auch beim Essen das zu kennen. Ich habe den über meinen Gasofen, über jeder Flamme einen. Ich habe den größeren über den Kühlschrank, damit meine Sachen frischer werden. Ich habe im Auto, ich habe die halt überall. Ja. Ja, ja. Oder auch, ich hatte mal so eine Halogenlampe und die haben mich total genervt. Ja? Also ich konnte die nicht ausstehen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was kannst du denn verkehrt machen? Habe einen Ring genommen, den über die Lampe drüber und dann war es okay. Ja, also es ist wirklich erstaunlich, was man allein mit so einem... Also auch eine richtige Entstörung dann ja, quasi. Ja, 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 ja. Ich habe über meinem Sicherungskasten eine. Ich habe bei der Tankfüllung, bei meinem Auto, beim Auto ja, ja. einen. Also ich meine, hier in Deutschland haben wir sowieso bessere Autos, also die Benzinsparer sind. In Amerika ist das halt nicht so. Oder wenn man halt besonders ein älteres Auto hat, es scheint so 3-4 Füllungen zu brauchen. Und dann haben viele Leute berichtet, dass sie also erheblichen Benzin sparen. Ja, oder auch, dass die Autos besser laufen. Ja. Manche haben einen Ring über Motor und sagen, die Leistung ist besser, der läuft ruhiger. Es ist unwahrscheinlich. Ja. Man kann auch zum Beispiel mit einem Ring, wenn so Gewitterwolken sind, ja, die sind ja so grau-grün. Ja. Ich meine, kann man also einfach, ein größerer Ring ist natürlich besser, aber wenn man halt bloß einen kleinen hat, die einfach so scannen. Und dann dauert es normalerweise nicht sehr lange und dann lösen sich die Gewitterwolken auf und man hat wieder blauen Himmel drunter. Ich meine... Da bist du dann wieder bei reich. Genau, ja. Genau, ja. Da bist du dann wieder bei reich. Und wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, ich könnte den ganzen Tag nur über die Ringe reden. Ja. Aber was mich halt so beeindruckt hat, wie wir bei den in der Schule mit autistischen Kindern so viel Erfolg hatten. Ja. Und die haben... Und da geht es auch nicht darum, dass man daran glauben muss. Ja? Weil wenn du dir vorstellst, die Kinder waren nur neugierig, ja, und die haben irgendwie offensichtlich gespürt, das kann ihnen helfen. Und da war eine Klasse, die haben sie Klasse der Hölle genannt, weil die also nur geschrien haben. Mhm. Die Lehrerin hat gesagt, manchmal haben wir gar nicht genügend Platz für Auszeiten gehabt. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du mir Berichte schickst, schenke ich dir Ringe. Und dann habe ich Ringe und eine Spule und einen Harmonizer geschickt. Und auf einmal haben sich die geändert, ja, und die haben dann, wenn sie gemerkt haben, jetzt wären sie unruhig, haben sie sich halt an den Ring rauf, haben das Krone genannt, ja, und auf einmal, wenn der andere, vorher war das keine Freunde, und ach Gott, dir geht's ja schlecht, du brauchst die Krone, ja, und so haben sie halt dann damit gearbeitet, und innerhalb von 30 Tagen hat sich die ganze Klasse transformiert, ja, einer konnte sogar das erste Mal auf eine öffentliche Schule gehen, ja, also es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Aber breite Erfahrungsberichte, die du hast sammeln oder die ihr habt sammeln können, die du bis zum heutigen Tag sammelst, in unterschiedlichen Bereichen. Also auch jetzt, was das Thema Gesundheit betrifft, ganz, ganz verschiedene Ergebnisse. Natürlich, ja. Also mein Mann war zum Beispiel 2005 in Südafrika und hat also da einen Workshop gehalten. Und da war ein Teilnehmer, der hatte eine Freundin, die nach Hause geschickt worden ist, weil sie angeblich nur noch ein paar Monate zu leben hat. Die hatte einen Leberkrebs und einen Gehirntumor
Und dann hat er gesagt, du probier doch mal die Ringe. Und damals hat er, wie ich meinen Mann kennengelernt hat, hat er drei verschiedene Ringe gehabt, drei verschiedene Harmonizer und eine Spule und so ein Feedback-Loop. Und auf alle Fälle hat die dann so einen Ring auf die Leber, den anderen auf den Kopf, wo der Gehirntumor war. Und dann hat sie den großen genommen und ist, ich weiß, war ja nicht dabei, also genau weiß ich nicht, auf alle Fälle rauf und runter mit dem großen Ring da drüber. Und nach 6 Wochen waren beide Tumore weg. Kann ich garantieren, dass das immer so ist? Natürlich nicht. Ja. Das ist klar. Aber das ist es ja. Es ist erstaunlich. Ja. Und ich finde, man muss nicht an die Tools glauben. Ja, das ist ganz wichtig. Man muss nicht daran glauben, man muss nur offen dafür sein. Man muss einfach ausprobieren. Ja, man muss einfach ausprobieren. Und Leute kommen auf Ideen, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Ich hatte jetzt einen Workshop in Colorado und da hat ein Teilnehmer, die hat berichtet, mitten in der Nacht ging der Feueralarm los. Ja. Also wir müssen ja in jedem Haus einen Feueralarm haben. Und dann hat sie gesagt, also sie war nicht bereit, eine Leiter zu holen und die Batterie auszuwechseln. Und dann hat sie gedacht, ich habe doch Ringe. Dann hat sie also einen größeren Ring unter den unter die Stelle, wo der Alarm abgegangen ist, und dann hat er aufgehört. Wäre ich nie drauf gekommen, ja. Also es ist wirklich, ich freue mich immer, wenn ich so Sachen höre, weil ich denke immer, hey, klasse, ja. Nochmal ein neues, völlig neues Feld, genau, was aufgemacht wird. Man muss einfach nur probieren. Du hast jetzt Ringe mitgebracht, du hast aber auch andere. Sag doch noch ein bisschen was zu den anderen Werkzeugen. Und ich möchte kurz noch was sagen. Wir haben also verschiedene Maße bei den Ringen. Wir haben also, das ist der Lost Qubit. Und sind beide, also wenn der Draht dicker ist, ist das Tensorfeld intensiver. Mhm. Ja, das wird zum Beispiel auch gern zum Manifestieren hergenommen. Die halten sich dann, sagen ihr Gebete und was sie möchten. Und auf alle Fälle die in Kombination, der Sacred Qubit soll mehr auf dem Körperlichen wirken, der Lost Qubit mehr auf dem Mentalen, Emotionalen. Und wenn ich zum Beispiel, wenn jemand so eine Session möchte, einfach mal ausprobieren, was die Tools machen. Da könnte man zum Beispiel auch das Bild einscannen, das ich da mitgebracht habe. Also mit der Thermografie, da sieht man also, wie es vorher ausgesehen hat. Und die Frau hatte also so, sie hat gesagt, naja, auf einer Skala von 1 bis 10 ist eine 1, aber es nervt mich halt. Ja. Hat so ein bisschen Schulterdinger und dann habe ich da 2 unter die Schulter und 2 oben drüber und dann noch die Spule genommen an verschiedene Stellen und dann sieht man, wie nach einer, die hatte nur eine Viertelstunde Zeit, wie dann das ausgesehen hat. Und das, wie sich das verändert, also an der, an der Farbe, der Prozess, der den Eindruck erweckt, dass es entzündlich sei, ist dann plötzlich in der Farbtemperatur deutlich weniger. Ja. Also es wird dann statt rot und gelb, wird es dann grün. Richtig, genau. Und das Grüne ist ja so, wie es sein soll, wo die Energien frei fließen. Ja. Und der Lost Qubit ist so genannt worden, weil man den bis 2000, als der Hans Becker den bei einem Telefonat mit dem Schlimm errechnet hat, nicht in den Schriften irgendwo zu finden war. Und der Hans Becker ist also ein mathematisches Genie, der hat ein Patent nach dem anderen, eine Erfindung nach der anderen. Und der hat dann zum Schlimm gesagt, du, da fehlt ein Maß zwischen dem Sacred Qubit und dem Royal Qubit. Also das passt einfach nicht, dass es nur 19 Qubit-Maße gibt. Ja, da fehlt was. Und dann hat er also da rumgerechnet und dann kam er auf das Maß. Und passt nicht über jeden Kopf, aber bei mir passt es gerade drüber. Viele nehmen das her, um, wenn sie sich nicht konzentrieren können, ja, für wenn es gerade emotional ein bisschen zu tun haben, da ist das ganz gut. Und wir haben Heiler, die haben gesagt, also das ist unglaublich, was man dem machen kann. Manche machen sogar Zeitreisen damit, frag mich nicht wie, ja, aber die machen es. Und die eine hat gesagt, ja, der Himmel ist so ungefähr das Limit, was man mit dem Ring alles machen kann, ja. Und auf alle Fälle haben wir die Vermutung, dass der für Langlebigkeit helfen könnte und auch für Verjüngung einfach oder jung bleiben. Und dann habe ich später noch dieses Maß bekommen,
Das ist der sogenannte Empowerment Qubit. Der passt dann wirklich über jeden Kopf. Ja, der ist also um einiges größer. Und der scheint also, ich sage immer, Körper, Geist und Seele. Ja, der scheint wirklich also so auf dem seelischen Bereich, spirituellen Bereich zu helfen. Es gibt einige, die telepathische Kommunikation machen, die sagen, der Ring hilft ihnen, schneller Kommunikation herstellen zu können und auch klarere Informationen zu bekommen. Ich mache das nicht, aber wer in dem Bereich da tätig ist, kann das ja gerne mal ausprobieren. Oh, ja, ich möchte aber dann hören, was rauskommt. Ja, als der Slim das entwickelt hat, diese unterschiedlichen Werkzeuge, hatte er eine Idee, wohin die Reise geht? Oder, also ich mache jetzt etwas, was mental hilft, was im Bereich Erkrankungen oder schwerste Erkrankungen etwas ist, was dort eine Rolle spielen kann? Oder sind die Erfahrungen dann gemacht worden im Einsatz? Also was wusste er vorher? Er hat zu mir gesagt, wie er den ersten Ring praktisch, so wie wir ihn jetzt haben, entwickelt hat. Da hatte er das Gefühl, er könnte Frieden auf Erden bringen. Und das war also normalerweise, der Slim war ja ein sehr bescheidener Mann, dass er mal so eine Aussage macht, hat er also, ich glaube, auch nur mir gegenüber mal erwähnt. Und ich meine, da kann man schon sagen, ja, ein bisschen hochgeschraubt, ja. Aber wenn man überlegt, was wir alles für Erfahrungsberichte haben, ja, dann denke ich, ist das gar nicht so weit. Am Slim war es einfach wichtig, was zu finden, um den Menschen und der Mutter Erde zu helfen. Ja, weil das war so sein größtes Anliegen, ja. Zu der Zeit in den 90er Jahren, da war Denver ja eine der stark verschmutzten Städte in ganz Amerika, ja, die braune Wolke über Denver war ja schon bekannt. Und da hat er einfach, da hat er so einen heiligen Zorn gehabt, hat er gesagt, ja, da muss man doch was finden, ja. Also das war ihm so sein Anliegen. Also ich denke nicht, dass er, sage ich mal, so bewusst gesagt hat, okay, und das Maß wirkt für das, ja. So wie der Lost Qubit, der kam ja durch Hans Becker. Mhm. Und dann, wie gesagt, wenn man halt so verschiedene Tests und Berichte gehört hat, dann war so, aha, deshalb ist dieses Maß nicht bekannt gegeben worden, weil das sollte halt nur für die, sage ich mal, höheren Leute und nicht für Normalverbraucher sein. Ja. Und jetzt komme ich zur Spule. Mhm. Der Slim war ja Künstler und es wurde ihm halt dann auch langweilig, immer nur Ringe zu machen. Und dann hat er gesagt, was kann ich sonst noch machen? Und dann hat er die Spule entwickelt. Und ich nehme jetzt die, weil da sieht man, dass die Spule eine Kugel drin hat. Also hat die auch. Und da, das ist wie so eine Blochwand, wo negative Energie reingezogen wird und Hellsichtige sehen das dann als Lichtenergie wieder rauskommen. Und die Spule hat auch jede Menge Einsätze und wurde aber dann verwendet, um unser Hauptstück, unseren Harmonizer zu kreieren. Und zwar hat man da einfach drei Ringe genommen, zusammengetan und auch wieder mit der Hilfe von Hellsichtigen. Die haben dann gesagt, okay, was können wir machen? Und dann haben sie zuerst zwei Ringe zusammengetan. Ja, das hat nicht so funktioniert. Drei Ringe war das Feld schon schöner. Und dann haben sie gesagt, schau mal, was passiert, wenn ich eine Spule da rein tue. Und die Spule kommt so rein, dass praktisch Negatives aus der Umwelt aufgezogen wird und dann als Licht wieder rauskommt. Und da hat man dann also das sogenannte toroidale Feld. Das heißt also, es kommt rein und ist wie so ein Donut, wird es dann... Wie so ein Torus dann. Genau, genau. Ein Torus, ja, wird also dann als Licht Energie wieder verbreitet. Und je mehr Harmonizer wir halt in der Gegend haben, wenn die Felder sich verbinden, ja, dann wird das Lichtfeld einfach intensiver. Und wir haben Side-Effects, ja, zum Beispiel bei diesem schönen Teil, also dem Environmental Harmonizer. Der wurde auch am 18. März 1994 zur Reinigung von Denver hergenommen. Da haben sie also 10 Leute von Colorado Springs, das ist ganz im Süden von Denver, und dann hoch durch Denver und dann haben sie in Boulder, das ist westlich von Denver, und dann bis rauf nach Fort Collins, das ist also nördlich von Denver, haben sie an strategisch wichtigen Punkten so einen Harmonizer
genommen und dann von 13 bis 14 Uhr eine Stunde eine Kassette gespielt, die heißt Environmental Clearing, und die vergrößert das Feld vom Harmonizer und hat also, und die Frequenz, die da durchgespielt wird, die trägt also zur Umweltreinigung bei. Und die Musik kommt von wem? Die Frequenz. Oder die Frequenz, ja. Daher wissen wir eben auch, ja, weil ich finde es furchtbar anzuhören, aber es gibt ein paar Leute, denen gefällt. Und zwar hatte der Schlimm einen Freund, einen Wissenschaftler, der in den Bergen gewohnt hat. Und er hatte dann seinen großen Ring genommen. Und da war also über dem Labor von dem war eine Wolke. Und der Schlimm hat also mit dem Ring die Wolke praktisch gescannt. Und der Wissenschaftler hatte einen Aufzeichnungsgerät, wo er Molekularstrukturen aufzeichnen konnte. Und so hat er praktisch über den Ring die Aufzeichnung von der Wolke praktisch die Wassermoleküle aufgezeichnet, und die findet man auf der jetzt CD, damals Tonband, wieder. Ja, das ist die Frequenz. Das ist aber dann keine Musik, sondern es ist einfach... Nein, es ist wirklich keine Musik. Ja. Es geht rauf und rund. Okay. Ja, es ist 10 Minuten und auf der CD, da haben wir sie halt wiederholt, damit die Leute halt da beim Tonband, das muss man halt alle 10 Minuten dann wieder neu spielen. Ja, lassen. Ja, ja, ja. Und das ist halt die Frequenz, die da verwendet worden ist. Und nachdem die Leute die CD früher nicht mitgekauft haben, haben wir gesagt, dann gehen wir die dazu, weil uns das wichtig ist, dass jeder die CD hat. Damit, weil die CD ist, so dieses Teil hat ungefähr 30 Fuß, also ungefähr 10 Meter vielleicht Ausdehnung in alle Richtungen. Mhm. Wenn er also mit der CD bespielt wird, dann dehnt sich das Feld aus. Und je nachdem, wo man lebt, früher, wo noch nicht so viel Elektrifizierung war, ja, da in Colorado, wo der Schlimm gelebt hat, da konnte er sagen, ja gut, das sind auf alle Fälle so 15 Meilen, also 24 Kilometer. Inzwischen ist es vielleicht weniger, aber die Effekte sind erstaunlich. Ja. Also in Städten, wo wir viele von den Harmonizern haben, da ist die Kriminalitätsrate zurückgegangen. Ich habe vor ein paar Monaten einen Bericht von einer Kundin aus Kalifornien, die gesagt hat, in unserem Bereich, die Suizidrate war sehr hoch, die ist drastisch zurückgegangen, also ich glaube fast 50%. Ja, und auch so nachbarschaftliche Geschichten, um im kleinen Bereich zu bleiben, ja. Und den Silbernen, den habe ich auch mitgebracht, weil man vorhin über die geopathischen Störfelder gesprochen hat und das Hartmann-Gitter. Und wir haben also Feng Shui-Leute in Deutschland, die sehr viel mit dem Silber gearbeitet haben, die festgestellt haben, dass der am besten ist, um so Hartmann-Gitter zu neutralisieren. Ja? Also wenn du jetzt das Thema ansprichst, auch Verhaltensveränderung, dann ist der Begriff Umwelt ja ein sehr viel breiterer als jetzt nur, irgendwelche Umweltgifte oder Belastungen, ja. Suizidrate, Kriminalität und so, ja. Dann geht das ja deutlich weiter und deutlich natürlich darüber hinaus. Und auch es geht also schon auch so in Bereiche, wo in einem, wir haben ja die noch größer, und da hat er dann einen Bekannten so einen Doppelten geschickt, so einen großen. Und die hat also dann auch berichtet, dass in ein paar korrupte Politiker auf einmal dann sich zurückgezogen haben und so weiter. Ja, also da muss man vorsichtig sein. Man kann wirklich sehr viel Gutes machen. Es gibt ja so Gebäude, die nennen sich Parlament, da könnte man ja solche Sachen mal drumherum aufstellen und auf die Art und Weise mal zu einer positiven Läuterung der sogenannten Volksvertreter beitragen. Natürlich. Und ich meine, was mein Mann nie davon was wissen wollte, weil er gesagt hat, das ist alles wissenschaftlich, also das, er hatte da damals Leute gehabt, die das alles getestet haben. Und was ich aber festgestellt habe, und auch unsere viele unserer Heiler, wenn man mit Intention arbeitet, dann kann man noch viel mehr anrichten. Ja, also wir hatten zum Beispiel eine Situation,
Ich lebe ja wirklich auf dem Land, ja, und da kam ein Mitarbeiter von mir und der hat gesagt, hast du dir den Himmel angeschaut? Wir haben so ein richtiges Checkerboard, also so Karo Chemtrails gehabt, ja, und dann hat mich der heilige Zorn gepackt. Dann bin ich also in unser Büro, in unsere Küche, wo wir schon aufgestellt haben. Jetzt in den USA oder in Bayern? In USA. In USA war in das, USA. Ja, alles klar. Ja, nee, in Bayern habe ich nicht das Glück, so viel Platz um mich herum zu haben. Aber auf alle Fälle war das brutal, ja. Und dann habe ich wirklich so gespürt, wie die Energie in meine Hände kam, ja. Und dann habe ich unseren großen Stromchaser gehalten und habe wirklich so mit der Absicht, ja, dass der diese Dinge jetzt auflöst, ja. Und ich spüre schon wieder die Energie in den Händen, das war wirklich irre. Und auf alle Fälle habe ich das dann gemacht und dann bin ich wieder in meinem Büro und habe ja gar nicht weiter geschaut. Aber mein Mitarbeiter hat dann gesagt, du weißt du was, das war ein paar Minuten und dann waren die Dinge aufgelöst. Ja. Also es ist sehr schön, was man so alles machen kann. Ja. Und wirklich, ich meine, wem schadet es denn? Niemand. Ja. Es kann uns ja nur besser gehen damit. Ja, klar. Und das ist halt so mein Anliegen. Ja. Ich habe in Amerika, da haben wir ja mehr Tornados als hier. Und da kriege ich immer wieder Berichte von dem Kleinen, ja, wenn in der Stadt so Tornado-Warnung ausgesprochen wird und dann einer unserer Kunden einen Harmonizer hat und den laufen lässt. Und laufen lassen heißt, dass man also dann so Kopfhörer an den Harmonizer tut oder ihn vor Lautsprecherboxen stellt und dann die CD laufen lässt. Und das muss dann schon sehr laut sein, gerade wenn man Tornado-Warnung hat und dann halt auch wirklich, bis es vorbei ist, nicht bloß ein paar Stunden. Und auf alle Fälle haben die Wetterfrösche dann am Abend im Fernsehen gesagt, Leute, schaut euch an, wir hatten Tornado-Warning und der Tornado ging um unsere Stadt rum. Ja, und Satellitenbild hat das gezeigt. Ich hatte auch, ich glaube, das war 2003 oder so, von einem unserer Händler in Japan, da ist ein Taifun auf die Westküste von Japan, ja, und dann sieht man, wie der sich so teilt auf dem Satellitenbild. Und dann sagt er, hier, wo fast nichts passiert ist außer Regen, ja, da habe ich die meisten Harmonizer verkauft. Ja. Und ich denke zwar schon, dass die Harmonizer gut zum Beispiel mit Gebeten wirken oder Meditationen oder so, aber ich glaube nicht, dass einer nur betet, dass dort, wo die Harmonizer sind, nichts passiert. Ja. Also die haben schon eine sehr starke Wirkung. Und nehmen dann offensichtlich der drohenden Gefahr nicht nur die Kraft, sondern leiten sie um. Und die scheinen das halt umzuleiten, ja. Ich meine, ich kriege hin und wieder dann so E-Mails von Leuten, wenn irgendwo Hurricane-Warnung ist oder so und dann auf einmal heißt es, ja, der ist kollabiert und man weiß nicht warum. Und dann sagen die, hast du da was gemacht, ja. Und es macht einfach Spaß, verstehst, wenn du siehst, wie halt dann man wirklich was Positives bewirken kann. Und wenn man sich die Bilder anschaut, was da angerichtet wird, also die Fotos, das ist ja die komplette Verwüstung. Und wenn es einmal um die Ortschaft oder die Stadt drumherum läuft, dann... Schau, die Ölkatastrophe war 2010, ja. Und da habe ich dann ein Video gekriegt per E-Mail, dann denke ich mir, Mensch, Wahnsinn, da musst du wirklich was machen, ja, das ist ja furchtbar. Dann habe ich zufällig eine Mitarbeiterin da gehabt, die sagt, du, ich kenne eine Frau, die hat nur 16 Geschwister in Louisiana, ja, und dann haben wir die besucht, haben gesagt, gut, das habe ich, ja, und dann habe ich für über 40.000 Dollar Harmonizer in verschiedenen Größen und Stärken und so weiter hingeschickt. Und ja, ich meine, hat sicher nicht nur unsere Sachen was getan, aber ich glaube, die haben einen großen Beitrag geleistet. Wir haben dann in Florida, auf der Küste in Florida, auf der Küste in Texas, Galveston haben wir große aufgestellt. Ja, und dann im Ort selber. Und Leute, die jetzt gar nichts mit unserer Technologie am Hut haben, ja, die haben gesagt, Mensch, du, das Paket war noch nicht mehr auf und ich habe gemerkt, wie die Leute sich verändern, wie die ruhiger werden, weil das war natürlich eine unheimliche Bedrohung. Ja, klar. Und wenn man dann weiß, Mensch, man kann den Leuten wirklich was Gutes tun, das ist schon schön. Ja. Und die bleiben dann vor Ort oder... Ja, ich habe die dann dort gelassen. Ja. Und wie gesagt, ich habe leider dann keine Berichte mehr bekommen, aber auf alle Fälle sind die nicht mehr
geht es ihnen nicht gut. Im Zweifelsfall wirken die dann eben heute noch. Ja. Weil es hat ja keine Hurricanes mehr dort gegeben. Ja. Genauso wie in Florida. Ja. Wichtig ist aber nur, um auch zum Verstehen, dass man die CD dann parallel oder unterstützend mit einsetzt. Sonst hast du eben die angesprochenen 16 Meter oder so etwas. Ja, genau. Das reicht für eine Wohnung, das reicht für ein Haus. Ja. Aber eben nicht darüber hinaus. Ja, ne? Der Slim meinte immer, man sollte in der Früh und abends eine Stunde die CD laufen lassen, aber dann kommt es eben immer darauf an. Ja, wenn ich zum Beispiel sehr starke Luftverschmutzung habe, ja, dann kann ich es auch länger laufen lassen. Oder wenn Tornado-Warnung ist, oder wenn, wie Fukushima war, da haben wir diesen Teil haben wir doppelt. Das ist jetzt das Sacred Cubic-Maß und dann haben wir nur das Lost Cubic-Maß außenrum. Und mir wurde eben gesagt, Silber hilft besonders bei allem, was man nicht sieht, also sprich EMF, Reduzierung der Belastung durch elektromagnetische Felder und auch bei Radiation. Ja, und da habe ich also dann mehrere von denen nach Fukushima gekriegt, aber wie gesagt, mein Kontakt, die konnte kein Japanisch und hatte zwar Freunde dort, aber die haben das halt dann nicht weiter berichtet, aber wie gesagt, ich sage mir halt, wenn ich was Gutes tun kann, dann möchte ich es halt auch und schauen wir. Der Unterschied Silber-Gold, du hast jetzt gerade Silber angesprochen und dann die goldene Version ist dann eher fokussiert auf was? Zum Beispiel der Sacred Cubit, das ist dieses Maß, den würde ich besonders für Umweltverschmutzung einsetzen oder ich nehme die auch, wenn jemand kommt und einfach die Tools ausprobieren möchte oder ich mache jetzt am 24. Juni in Miesbach einen Workshop und da habe ich einen Massagetisch und wenn jemand da sagt, du, also da, wenn du da ein bisschen mehr machen könntest oder so, dann tue ich den Harmonizer auch auf den Körper direkt auflegen, auf die CD drauf und dann hat das also auch ganz gute Erfolge. Die silbernen, der Sacred Cubit scheint also am besten zu sein, wenn man Hartmann-Störungen im Haus hat, die hepatische. Da muss er allerdings die ganze Zeit aktiviert sein, also solange man im Haus ist. Das heißt, die Kopfhörer dran und dann die CD laufen lassen. Und wir haben auch einen sogenannten Sound Repeater, wo man den in die Steckdose steckt und der länger hält als eine CD. Die geht irgendwann dann doch kaputt. Ja, und also das muss dann quasi Tag und Nacht laufen wenn lassen. Man geopathische Störungen hat. Ja. Ja, aber wenn man bloß so, wenn man halt im Haus ist einfach. Ja. Und man kann den ja ganz gut in die Handtasche stecken. Ich habe den Kleinen auch doppelt, der ist immer bei mir dabei, gerade wenn ich fliege. Weil man denkt, die Strahlen im Flieger sind ja stärker als wie, wenn man das Gepäck durchgeht und da haben profitieren halt dann alle davon, ja. Ich bin lange nicht so kaputt wie früher. Also. Jetzt hast du noch zwei Tools auf dem Tisch, die wir noch nicht angesprochen haben. Einmal hier und einmal hier. Also die, das ist die Lost Cubit Aquava Coil und das ist die Lost Cubit Feedback Loop. Die haben wir auch klein. Und was man da zum Beispiel machen kann, also ich nehme jetzt mal das normalerweise machen wir es immer mit dem Sacred Cubit. Und da kann man die dann hier reinstecken. Und wie gesagt, ich nehme das jetzt nur so zu Demonstrationsdingen. Und da, wenn man jetzt zum Beispiel sich am Fuß verstaucht hat, dann kann man da Wasser in der Schüssel, den Fuß rein. Und das hat sehr vielen Menschen schon geholfen, ganz schnell wieder fit zu werden. Ja. Man kann über Nacht das Wasser reinstellen. Das scheint dann erhöhte Entgiftungsmöglichkeit zu haben. Und man kann die auch, die Feedback Loop ist wie die Coil, die zieht raus und die kippt aber gleich wieder zurück. Mhm. Ja? Und das ist so, man kann die zusammen verwenden, wenn jemand halt war, Bekannter von mir, als ich mal Migräne hatte, der hat die Kombination verwendet und die Migräne war ziemlich schnell wieder weg. Ja, also das wirkt dann einfach verstärkt. Ja. Ja. Und wie gesagt, zuerst hat man nur das Sacred Cubit Maß und ich hatte da Bekannte, deren Söhne also Football spielen, wo man ja immer plädiert, dann wieder nach Hause kommt, hat gesagt, du mit dem Teil nach 20 Minuten sind sie wieder fit, mit der Lost Cubit geht es schneller, hat gesagt, du 5 Minuten und sie sind wieder fit. Ich habe die vor
vermutlich noch nicht selber ausprobiert. Und zwar habe ich mir den Kopf an einer Holzstange angehalten, sodass ich gleich ein riesen Horn rausgekriegt habe. Und dann habe ich die genommen und habe da gearbeitet und das war irre, ja. Der Schmerz ging weg und die Beule, die war, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber in kurzer Zeit war die Beule wieder weg. Blauen Flecken hatte ich noch ziemlich lang, ich habe dann auch noch Annika drauf geschmiert, aber die scheint... Das Hauptproblem war erledigt. War erledigt, ja. Also ich finde für unterwegs, jeder sollte so ein Teil dabei haben, die ist ein bisschen schwerer. Also wenn jemand so im Heilberuf tätig ist und in der Praxis, wäre das also eine gute Hilfe. Die Ringe? Die Ringe? Ja. Was machst du mit den Ringen? Genau, das steht noch aus. Die Ringe, das ist also Wahnsinn, was du alles damit machen kannst. Ich hatte zum Beispiel einer meiner Neffen, also vor allen Dingen halt Wasser energetisieren, dann wie gesagt, ich sitze drauf, wenn ich hin und her fliege, ich habe so gut wie keinen Jetlag. Die habe ich immer am Arm. Ja. Oder je nachdem, was man halt macht. Ja, es gibt viele Gläser, wo die drüber passen. Oder ich habe mir zum Beispiel so einen Flaschenhalter gehäkelt, da habe ich unten einen Ring reingehäkelt, dass mein Wasser immer energetisiert ist. Der Hans Becker, unser mathematischer Genie, hat einen von unseren Ringen verwendet, der hat Maschinen kreiert, wo er mithilfe der Ringe dann die Mondphasen, die Sonnenflares, was heißt denn das jetzt auf Deutsch? Ich sage das im Deutschen genauso. Sonnenflares, und sogar Erdbeben viel früher, als sie dann aufspüren also kann. Also quasi als Vorwarnung. Als Vorwarnung verwendet er die Ringe. Ja. Also ich denke, das Potenzial ist unwahrscheinlich. Ja. Mein Neffe, der begnadeter Fußballspieler ist, wurde gefault, sodass ihm beide Knochen gebrochen sind. Einer war ein Trümmerbruch, der andere war ein glatter Bruch. Dann hat er zu meiner Schwester gesagt, du musst die Tante in Amerika anrufen, ich brauche Ringe. Dann haben wir ihm da so Ringe, praktisch ohne die Kugeln, so im Fischblasenmuster zusammengepackt. Und dann hat er die unter die Schiene und dann hat er die Spule genommen. Und dann hat meine Schwester gesagt, du, die Ringe wirken Wunder, die Schmerzen sind weg. Und als der Arzt dann nach, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange es gedauert hat, die Röntgenaufnahme gesehen hat, hat er gesagt, das gibt ja gar nicht. Da sieht man vom Bruch nichts mehr. Ja. Wir haben einen Bericht von einem Soldaten oder einem höheren Offizier im Irak, der hat sich die Knöchel gebrochen. Und einer meiner Kunden, der war dort, hat gearbeitet. Und hat er gesehen, gut, er hat Schmerzen und hat gesagt, ob er den mal probieren möchte, hat sich diesen Ring um die Hand. Nach 3 Tagen musste er gerönt werden, weil, also wie das passiert ist, war die Hand natürlich geschwollen und alles. Und auf alle Fälle, und man konnte auf der ersten Röntgenaufnahme auch sehen, wie die Knöchel halt schief waren. Und dann nach 3 Tagen Röntgenaufnahme, die Knöchel ganz gerade, ja. Irritiert dann immer die Ärzte, ne? Ja. Er hat halt nur gegrinst und hat nicht gesagt, was. Ja. Wir haben Leute, die Herzbeschwerden haben, also gerade Männer in der Brusttasche, so einen Ring, ja. Und dann sagt der Arzt, ich will nicht wissen, was du tust, aber mach weiter, ja. Also dein Herz ist stärker als vor 20 Jahren, ja. Also einfach ausprobieren. Natürlich, einfach ausprobieren. Genau. Ja, das ist ja das Schöne. Weißt, was mich ja zum Beispiel wahnsinnig interessieren würde, es gibt ja jetzt so viele Elektroautos. Ja, und ich meine, die strahlen doch auch ganz schön was ab. Ja. Aber hallo. Und da würde mich jetzt mal interessieren, zum einen, wie die Strahlung ist und was wir jetzt zum Beispiel entweder mit unseren Ringen oder mit Harmonizern machen könnten. Ja. Ich habe zum Beispiel den Harmonizer auch in kleineren Form, also so zum Umhängen, so ein bisschen größer als was ich jetzt umhängen habe. Und wir haben Leute, die Sanitätswagen fahren, die sagen, wenn sie einen Harmonizer tragen, muss nur einer in der Gruppe sein, das ganze Team ist ruhiger, besonders wenn sie zu Unfällen kommen, auch wenn es ganz schwere Unfälle sind, auch die Leute, die betroffen sind, die Verletzten, scheinen ganz schnell ruhig zu werden und die merken einen ganz tollen Unterschied. Ja. Ich habe eine Polizistin selber kennengelernt, in Amerika, die hat gesagt, du, ich komme lieber zu spät in die Arbeit, als wie ohne meinen Harmonizer. Ja, hat sie gesagt, ich komme immer noch, werde zu dem gleichen Haus
Notrufen gerufen wie vorher, ja, aber die Leute scheinen viel schneller also so in Übereinstimmung zu kommen und sich zu beruhigen, ja, und sagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich also verdient auch da. Den Begriff des Harmonisen. Ja, auf alle Fälle. Ja, ja. Okay. Doch. Einfach ausprobieren. Einfach ich ausprobieren. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. In dem Buch, das zum Teil eine Biografie, sondern zum Teil eine Biografie und zusätzlich auch die einzelnen Werkzeuge darstellt, erfährt man auch eine Menge nochmal über die Dinge, die wir hier angesprochen haben und natürlich auch eine Menge darüber hinaus noch. Richtig. Das Buch ist ein gutes Nachschlagewerk für Leute. Manchmal treffe ich jemanden, ach ja, ich habe mir auch vor Jahren mal ein Teil gekauft und weiß nicht mehr, was ich damit machen soll. Genau. Und das ist halt ist toll. Alles gut beschrieben. Und es hat halt auch ein Slim. Wir haben also die ganzen Videos, die er gemacht hat, aufgezeichnet, niedergeschrieben und da kommt halt, im Englischen heißt es In the Mind of a Master und da hört man halt wirklich, was er selber sich gedacht hat. Viel Erfolg, herzliches Dankeschön. Danke dir. Für auch die Arbeit und den Beitrag, der insgesamt dann für die Menschen, aber auch für die Umwelt genau im Sinne und in dem Geist deines Mannes du jetzt auch weiterführst und leistest. Herzliches Dankeschön. Danke dir. Liebe Zuschauer, wir blenden zwei Internetseiten ein. Das eine ist lightlifetoolseurope.com. Das ist die deutschsprachige Seite. Auf der deutschsprachigen Seite könnt ihr natürlich Kontakt aufnehmen und könnt euch über die einzelnen Werkzeuge informieren. Das, was an Erfahrungsberichten gerade im gesundheitlichen Bereich gemacht wurde, ist, ihr kennt ja die Rechtsprechung und letztendlich auch den Druck, den hier große Branchen auf die Gesetzgebung ausgeübt haben, dort nicht zu finden. Deswegen blenden wir auch die englischsprachige Seite ein, weil man dort eben sehr viel, oder die amerikanische Seite, slimsperling.com, weil man dort natürlich über den Entwickler und Erfinder eine Menge erfährt, gleichzeitig aber eben auch Informationen, was erfahrungsmedizinisch für Ergebnisse vorliegen. Da ist man in den USA etwas freier und etwas unkomplizierter, als das hierzulande der Fall ist. Insofern auf beide Seiten gehen und dann einfach mal ausprobieren und vor allen Dingen, das habt ihr gehört, wichtig ist auch dann ein Feedback zu geben und eine Information, was für Ergebnisse erzielt werden, denn davon lebt letztendlich auch eine solche Arbeit, um zu erfahren und zu wissen, wie die Resonanz, wie der Erfolg und wie das, was damit erreicht werden konnte, ob es die Gesundheit betrifft, ob es die Umwelt betrifft, ob es die Tiere betrifft, ganz egal, all das ist natürlich wichtig zu wissen und zu erfahren. Und dann will ich noch auf die Publikation Die Kraft der Ringe, Lebensenergie, die man spüren kann, hinweisen. Eine Publikation, wie wir schon angesprochen haben, in der es nicht nur um die biografische Entwicklung und die Biografie von Slim Sperling geht, sondern eben auch als Nachschlagewerk zu nutzen ist für die einzelnen Werkzeuge. Und in diesem Sinne wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.